14.27 Uhr, der Vertrag ist unterschrieben, die Partnerschaft offiziell. Nach 3 Jahren ohne Hauptsponsor gehen die Hamburg Freezers mit noch breiterer Brust in die Saison. Denn dort prangt ab sofort das Logo des zweitgrößten Last-Minute-Anbieters Deutschlands, 5 vor Flug. Der Geschäftsführer des neuen Partners zeigte sich voller Vorfreude. Die Chemie passt, das Angebot passt gegenseitig. Wir haben tierisch Lust auf Eishockey, wir haben tierisch Lust auf Freezers. Ihr seid ein dynamisches Team, wir sind ein dynamischer Reiseveranstalter. Insofern haben wir gleich Ja gesagt und haben richtig Lust drauf und freuen uns auf die Saison hier in Hamburg und wollen mit den Freezers die Liga rocken. Wie viel Aufwand in letzter Zeit betrieben wurde, um eine so vielversprechende Partnerschaft auf die Beine stellen zu können, weiß unser Geschäftsführer Uwe Frommhold. Ich bin mir sicher, es ist ein Verdienst von der Mannschaft, der sportlichen Leitung, der Geschäftsstelle, allen, die im Verkauf tätig sind, aber auch allen, die so hinter den Kulissen tätig sind. Das ist einfach, das war wirklich harte Arbeit. Das ist nicht so, dass die mal schnell so ein Partner um die Ecke kommt. Harte Arbeit ist ein gutes Stichwort, denn die steht in direktem Zusammenhang mit dem Erfolg. Und der wächst auf beiden Seiten stetig. Eine Verbindung, die die Entscheidung deutlich vereinfachte. Klar, also die Duelle gegen die Eisbären letztes Jahr, die sind auch in München im Süden nicht verborgen geblieben. Das waren tolle emotionale Spiele. Und auch uns geht's so, wir wachsen mit 5er Flug seit 4-5 Jahren, jedes Jahr über 20%. Also wir sind ähnlich in der Touristik wie die Freezers und kratzen an den Großen vor uns. Und auch das ist wieder eine Symbiose beider Firmen, wo wir gesagt haben, hey, die rocken so die Liga, wir rocken so ein bisschen den Last-Minute-Markt. Und jetzt haben wir noch die Chance zusammenzuarbeiten, dann tun wir das, abgesehen davon, dass eben die Farben mal wunderbar zueinander passen, haben wir gesagt, ey, dann müssen wir es machen. Die Farben Blau und Weiß passen allerdings nicht nur auf dem Trikot hervorragend zusammen. Zu sehen sind sie auch im bayerischen Landeswappen. Ein treffender Zufall, denn sowohl 5 vor Flug als auch Freezers Kapitän Christoph Schubert stammen aus München. Dort werden die Freezers am kommenden Freitag auch ihr erstes Saisonspiel bestreiten. Auch wieder nach München, gell? Ja. Nee, wir sind heiß. Ich glaube, die ganzen Jungs freuen sich jetzt alle drauf und wir haben jetzt genug trainiert, wir haben jetzt genug European Trophy gespielt und ich hoffe, dass jetzt noch ein paar Jungs wieder zurückkommen von den Verletzungen und dann kann es endlich losgehen am Freitag. Der Kapitän hat es auf den Punkt getroffen. Mit dem neuen Hauptsponsor haben die Vorbereitungen neben dem Eis einen krönenden Abschluss gefunden. Jetzt können die Freezers auch auf dem Eis wieder voll durchstarten.